Es läuft großartig. Wir haben bereits eines von Jean Bisons 3 Clockwerkteilen gestohlen. Stahlrost 2 und 3 werden jedoch ein wenig schwerer zu knacken sein. Zuerst muss ich auf Stahlrost 2 steigen und einen kleinen Präventivschlag mit meinem ferngesteuerten Helikopter ausführen, um die Luftverteidigung auszuschalten. Dann ist es an Sly, auf zauberhafte Weise ins Innere einzudringen und an die zweite Lunge Clockwerks zu gelangen. Murray, du musst ein paar Bärenjunge einfangen, um eine Draisine in deiner Nähe in deinen Besitz zu bringen. Wir brauchen sie, um damit Stahlrost 3 einzuholen. Aber keine Sorge, die Bärenjungen kommen dabei nicht zu Schaden. Ganz im Gegensatz zu den Wachen. Okay, herzlich willkommen im nächsten Part von Sly 2. Und, wir machen jetzt mit Mario weiter. Ja, es gilt nun jetzt hier, habt ihr gerade gehört, ein paar Eisbärjungen einzusammeln. Die natürlich nicht zu Schaden kommen, nur wir, wenn wir von den Eltern entdeckt werden, ja? Und zwar werden wir nicht entdeckt als Justin Bieber Imitator in Hippo Imitator, ja? Was? Egal. Nein, wir werden entdeckt als Mary. Was, da oben muss ich hin? Okay. Lauf, Mary, lauf! Übrigens, ich habe da mal eine Umfrage an euch, wie euch das gefallen würde. Aber ich bin jetzt erstmal ruhig, weil mal wieder was zu erzählen gibt, ja? Wir brauchen diese Draisine, um Eisenpferd 3 zu erreichen. Aber für den Augenblick ist sie eingezäumt. Kein Problem. Den Zaun erledige ich mit links. Das Metall ist zu stabil für meine Bomben oder deine Muskeln. Nein, für diesen Job müssen wir uns auf eine stärkere Macht verlassen. Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Hast du mir irgendwas zu erzählen? Ja, ich hatte das große Glück, 2 kleine Bärenjungen zu entdecken. Wenn du sie zusammen hinter diesem Zaun einfärchen kannst, fangen sie bestimmt an zu kämpfen. Bären in diesem Alter sind besonders ungesellig. Der Lärm ihres Streites sollte die Mutter anlocken, um die wütenden Jungen zu befreien. Ich verstehe. Der große Mama-Bär kann den Zaun ohne Probleme einreißen, um die Jungen zu befreien. Das ist richtig. Hütet euch, Bärenjungen. Der Murray ist euch auf der Spur. Der Murray. Ja, ist ja immer wieder sehr, sehr logisch hier. Ja, dass wir das nutzen hier, die Bären. Also, erzähl mich doch nichts. Habt ihr die gesehen? Ja, die Draisine hier. Wer ist das? Ah, egal. So stark sah das nun auch nicht aus. So, wo ist der erste Bär? Komm. Ja, nee, ich wollte fragen, ob ihr es vielleicht möchtet, dass ich ganz viel Geld sammle und damit einen Rekord hier auf YouTube aufstelle. Also, so viel Geld wie kein anderer. So. Es war jetzt ein bisschen doof, dass dann hier die Spielzeit verlängert wird, aber ich würde das dann offscreen einsammeln. Ja, natürlich aber auch nicht jetzt cheaten hier. Ich wusste jetzt nicht wie. Also ich würde da loslaufen hier und die ganzen Gegner und ihnen das Geld ausbohren. Ja, und damit einen super Preis hier. Eine super Summe hier aufzustellen, ja. Was weiß ich hier, $20.000. So, dass wir gleich bei dem ersten Schlag hier alle Fähigkeiten einsammeln können. So, wir sind ja Mario, wir können ja alles kaputt haben. So. Zack! Weg sind sie! Jetzt muss ich erstmal wieder umschalten, ja? Wir brauchen jetzt also nicht weglaufen vor den Gegnern, wir können gleich flüchten. Nachdem wir sie zu Brei gekloppt haben, natürlich. So, und da ist auch schon ein Grizzly. Ja, Grizzly, ne? Ach so, soll ich jetzt schon den Grizzly hier locken? Ey, du Fettarsch! Komm mit! Ist das jetzt richtig? Ach, verdammt, das war... Na, ich glaube, ich muss hier ein nächstes Baby sammeln. Ah, nee, du siehst nicht aus wie ein Baby. Und du siehst aus wie... Ja, siehst aus wie so ein Baby, der heult, wenn er von Grizzly angegriffen wird. Geil. Nein! Mary ist ja ein starker Junge, aber wir wollen nicht... Wir haben noch das Leben vor uns, ja. Der Mary hat noch viel vor. Er möchte seine eigene Imbissbude aufbauen und darum...
finde ich mal ganz nett hier, ne? Also ich würde es nicht übertreiben mit euch hier so und so. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Da ist der Pfeil, da. Da muss ich doch da jetzt hier irgendwie... Ich verstehe es nicht. Sorry, aber... Naja, ich war mit meiner Vermutung bestimmt schon... Was willst du? Ich war doch mit meiner Vermutung eigentlich schon richtig, dass ich die Chrissys dann locken muss, oder? Die Koordinaten. Naja, ist doch hier unten noch nicht. Hä? Ach komm, Junge. Da gehe ich eben dahinter und schaue mir an, was es da zu holen gibt. Womöglich ein Grizzly Baby? Okay. Na toll, das sagst du mir jetzt. Aha, hier kommst du nicht lang. Okay, doch, du kommst hier lang. Nein. In der Grizzly-Höhle, okay. Ah, da rückt doch ganz schön früh damit raus. Muss ich schon sagen. Okay, lauf, Junge. Lauf. Wie viel waren es eigentlich? 3, wa? Schneller. Gut. Hui! Schnell! Die Mutter ist bereits unterwegs. Mein Junge, ja, ich hau voll drauf. War wunderschön. Ganz wie eine Tierdoku. Nur viel brutaler. Ja, da haben sie eine Backpfeife von der Mutti gekriegt, ja? Hier wird sie nicht geschlagen im. Den Teil hier, was sie auch kaputt machen hätte. Machen können. Ey, komm, das ist doch Draht für Mary. Willst mir doch nichts erzählen. Im Knast hat er auch alles kaputt gemacht, ja? Das waren die geschnittenen Zähne. Okay, die nächste Mission wieder mit Bentley. Der wird wahrscheinlich wieder sich einen Zug aneignen, um da dann eine Mission durchzuführen, wo er dann hier so einen kleinen RC-Helikopter steuern muss. Ja, das wollte ich am Zug nämlich noch vorhin sagen, also in der im letzten Video. Der wird da... Oh ja, alles klar. Ich hab's wieder gewusst. Warum immer ich? Warum immer Bentley? Da war doch jetzt so viel Platz zum Entkommen. Nein. Er dreht sich nicht nach links um. Er dreht sich einfach nach rechts um. Da, dort, wo ich lang gehe. Oh Mann. Verpiss dich mal. Alter. Oh, jetzt ist da auch noch die... Was will die denn? Komm. Das Leben ist vorbei für dich. Du bist ein Nix. Polizisten, ja? Ah, guck dir an, was du für Mütze auf hast. Sieht aus wie so ein Küchlein, so. So ein Törtchen. Aufgepasst, Bentley. Hier kommt Stahlross Nummer 2. Sind du und dein RC-Helikopter bereit? Wir schaffen den Job. Vorausgesetzt, dass ich den Zug einholen kann. Wie einholen? Na, der kommt doch hier sowieso vorbei, oder nicht? Wo fährt er denn jetzt eigentlich lang? Da muss ich doch glatt mal schauen. Natürlich da, wo ich nicht lang gehe. Junge. Junge. Ja, verlier. Hoch ist das wieder schön, so spät in... Ja, kurz vor 12 wieder. Aber egal, der Grund, warum ich immer so spät aufnehme, ist, weil ich nutze einfach noch diese freien Tage hier, meine Urlaubstage. Ja, da bin ich umso glücklicher, wenn ich hier aufnehmen kann. Unbegrenzte Zeit natürlich. So, der fährt da unten lang. Also gehen wir hier lang. Hatte sich auch wieder die beste Position... Du musst in den Zug gelangen, bevor er in den Tunnel fährt. Ey. Soll das ein Witz sein? Das sind doch immer dieselben Züge. Nein, ich mache die Mission und schon fährt der Zug unbegrenzt irgendwo hin. Wahnsinn. Ja, wie soll ich denn den jetzt erreichen? Das wird schon irgendwie klappen. Genau, wir rennen hier einfach lang.
Ist das überhaupt der Zug? Komm schon! Ja, ich glaube, wir müssen hier von hier irgendwie runterspringen. Ja. Zack. Zack. Und wir sind drinnen. Okay, jetzt kommt die Mission mit dem Helikopter. Geil. Das sollte besser funktionieren. Sly wird es nur durch den Zug schaffen, wenn ich die Luftverteidigung neutralisiert habe. Gut, dass ich den Helikopter mit einer neuen Kanone ausgerüstet habe. Mal sehen. Die X-Taste wirft Bomben und die Quadrat-Taste schießt. Wow! Diesmal ist nicht die Kreistaste dabei. Okay, hier Bombe. Und... bevor die Sache unschön wird. Oh ja, das kann ich euch sagen. Das wird wirklich unschön. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch mehrere Missionen gab. Ach so, ich muss die... Ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob das hier noch schwieriger wird. Ich glaube schon. Es kann aber auch sein, dass das hier die einzige Mission ist mit dem Helikopter. Oh ja. Wie in ein Wässer. Hier müssen wir schießen, genau. Achtung! Ich hau alles nieder. Yeah! Ganz im Stil von, wie heißt das Spiel? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall macht es doch Spaß. Ta-ta-ta-ta! Hier kommt der Bentley! Ja, den Dingern können wir hier nur ausweichen. Und ansonsten müssen wir sie zerstören mit Granaten. Wow! Shit! Es ist... Ah, Mann! Ich muss mir erstmal wieder dran gewöhnen hier an alles. Komm schon, wir schaffen das. Kaka, wir schaffen das. Nee, da war jetzt irgendwas falsch. Komm, ey, jetzt geh kaputt hier. Das kannst du dich für Silvester aufsparen, ja? Okay, es ist bald Silvester. So, weiter geht's. Ich hol schon mal. Ich schieße schon mal. Ja, ich muss mal aufpassen. Ja. Wuhu! Mach sie nieder! So. Okay. Ah ja. Ihr seid's also, ja? Euch habe ich doch schon irgendwo mal gesehen. Weiß gar nicht. Ihr standet genau neben mich im, jetzt rede ich auch noch als Helikopter. Ich würde sagen, ihr standet neben mich im Schaufenster. Ey, sag mal, hab ich sie nicht alle? Ich sehe schon, ich spiele zu lange Videospiele. Oh, was soll's, Mann? Ist doch cool, oder nicht? Ach du! Ah! Ah, weißt du was? Komm. Nicht in den Ton mit mir, mein Freund, ja? Es geht auch leiser, der Knall. Ja. Ey, jetzt komm jetzt mal alle nieder. Jetzt bin ich eingeübt hier. Weiß mal, wo die Knöpfe sind hier. Hier, komm. Ja. So. Aber die Musik motiviert mich echt weiter hier zu immer voran im Leben hier. Im Leben einer Schildkröte. Aber was die auch alles können, ja? Ja, selbst Mary kann ein Flugzeug bedienen. Und sogar der Bentley kann schießen, ja? Obwohl er immer so einen, ja, stummen, hockerigen, ängstlichen Eindruck macht. Also der typische Nerd hier, ja? Kennt ihr ja aus der Klasse oder so? Nee. Na gut, einen Nerd gibt's in jeder Klasse. Da hört er's. Die Nerds, ja? Aber was soll's? Okay! Oh, letzten. Ah, komm. Ich mach dich platt, Junge. Ich mach dich sowas von platt. Nicht mal dein Bruder kann dich retten, ja? Na gut, dein Dönerbruder kann gute Soße machen, aber naja. Der wird dich ja auch nicht retten. Der Döner. Dein Bruder, meine ich. Na gut, der Döner, weiß nicht. Wenn du Hunger hast, rettet er dich vielleicht. Aber in diesem Fall nicht. Okay. So, jetzt muss ich bestimmt wieder irgendwelche Bomben werfen. Bömpchen, nee. Okay, ah, gleichzeitig jetzt. Kacke. Ja, das wird nochmal... Oh, ja, Junge. Das wird nochmal richtig schwierig. Oh, nein, 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 nein. Ah, Junge. Das haut rein. Oh, jetzt wird's richtig schwierig.
Verdammt, und ich guck meine Energie, ey. Nein, nein. Die kommen nochmal von hinten. Oder? Nee. Okay. Sie kennen nur eine Richtung und das ist die Rechten. Was? Ich bin hier unparteiisch. Was? Verdammt, nein. Ich darf nicht noch einmal getroffen werden. Was? Oh, Kacke. Oh yeah. Oh shit, oh shit. Leute, ich bin tot, wollte ich sagen. Verdammt, ey. So schwierig, hat es jetzt gar nicht mehr in Erinnerung? Na doch, eigentlich schon, aber ich würde es nicht, ich würde es vertuschen. Okay. Jetzt Konzentration, Alter. Jetzt schwöre ich's. Ja, unschön. Cool, wa? Kann ich nachsprechen. Yeah! Yeah, ich mach dich sowas von platt jetzt. Ja. Okay, mal sehen. Guckt einfach mal, wie lange ich jetzt volle Energie habe. Mal sehen, ob euch was auffällt. Okay. Hoffentlich nehmen sie es mir denn ab, dass ich das als Überraschung so sehen soll. Nein. Es soll so aussehen, als ob ich jetzt was kann. Nee, ich kann nichts. Ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt. Seit gestern. Und darum ist das meine Ausrede. Oh ja, ganz viele rote Punkte. Wow. Wisst ihr, woran ihr erkennt, dass ihr zu lange Sly Raccoon gespielt habt? Indem ihr im Supermarkt kleptomanische Anfälle bekommt und alles einstecken müsst. Und dann sagt, ja, das ist nun mal... Ah! Die fliegen um mich. Geil, 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 geil. Yeah! Rambo, wo bist du? Nee, der ist nicht hier. Oh, ich habe noch voll Energie. Cool. Das wär's jetzt. Zweimal verreckt und dann schaffe ich es am Ende noch mit voller Energie. Aber, naja. Das würde ich mir nicht mal an Traum denken. So, yeah! Aber bis jetzt läuft es mal wieder gut. Ich habe das schon öfters gemerkt, dass ich so einer bin, der öfters mal fehlt, ja, hintereinander. Gerade so oft, ja. Und dann aber ein bisschen besser ist. Scheiße. Nee, doch, manchmal überrasche ich mich selber so ein bisschen. Ich frage mich oft, wie kann das sein, dass ich so oft hintereinander fehle und dann plötzlich zeige, dass ich es doch kann, ja. Also es ist nicht mal so ein geringer Aufstieg, nee, von 0 auf 100 bin ich denn gut. Weiß auch nicht, woran das liegt. So, bam, 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 ja. Bam, bam. Bam, bam. Haut alles kurz und klein, kennt ihr Bam, bam von The Flintstones. Der immer mit einer Keule rumlief, ja. Ja, volle Energie. Bin ich ein Ass? Ausgeschaltet. Jetzt liegt es an Sly, den Job zu beenden. Okay, jetzt kommt wieder Sly zum Einsatz.